In der Industrie gibt es Berufe, in denen es auf jeden Millimeter und feine Mechanik ankommt. Da denkt man zuerst vielleicht nicht an riesige Werkshallen mit Feuer, Rauch und Metall. Aber auf den zweiten Blick gehört beides doch zusammen. Wir machen nicht nur Feinmechanik, sondern auch große Teile, wie ihr hinter mir seht. Aber den Rest zeige ich euch in der Werkstatt. Dieser Beruf ist ein gutes Beispiel dafür, dass in großen Betrieben unterschiedliche Berufsgruppen zusammenarbeiten, um das große Ganze am Laufen zu halten. Hallo, ich bin der Sebastian, 27 Jahre alt, Auszubildender zum Zerspannungsmechaniker. Hallo, ich bin Tim, Zerspannungsmechaniker aus dem ersten Lehrjahr. Wollte heute meinen Beruf vorstellen. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Der Beruf gehört zum klassischen Metallhandwerk und wird zum Beispiel im Maschinen- und Fahrzeugbau gebraucht. Ja, wir wollen ja heute die Abschlussprüfung, uns auf die Abschlussprüfung 2 vorbereiten. Ja. Da haben wir einen Bolzen, den du heute drehen sollst. Viel Erfolg. Ich lerne Zerspannungsmechaniker. Das ist der ehemalige Dreher. Das ist das, was der Zerspannungsmechaniker hauptsächlich macht. Aus Rohteilen richtige Werkstücke zu fertigen, die dann auch eine Funktion erfüllen. Und das ist Präzisionsarbeit, bei der mit Vorsicht gearbeitet werden muss. Schutzbrille immer tragen, um die Augen vor den Spänen zu schützen. So entstehen zum Beispiel Zahnräder, Motoren oder Turbinenteile. Und das ist für mich das Schöne bei dem Beruf, wenn man richtig sieht, wie die Späne wegfliegen und man schöne glänzende Oberflächen hinbekommt. Der Zerspannungsmechaniker ist nicht nur für sein Werkstück verantwortlich. Er übernimmt auch die Wartungs- und Inspektionsaufgaben an den Dreh- und Fräsmaschinen. Die Zerspannungsmechaniker, die wir jetzt hier haben, die sind mit gutem Hauptschulabschluss hier. Ne, haben persönlich auch einen guten Eindruck hinterlassen. Und deswegen, wenn sie gut ankommen, dann werden sie auch genommen. Handwerkliches Geschick und technisches Interesse solltet ihr haben. Entschieden habe ich mich letztes Jahr. Da habe ich eine einjährige Schule besucht für Metalltechnik. Und da sollten wir dann auch Werkstücke fräsen und drehen. Und das hat mir ziemlich gut gefallen. Sebastian hatte uns die ganz großen Maschinen versprochen und genau die werden sich die beiden jetzt ansehen. Und das hat mit Feinmechanik wenig zu tun. Das hier ist eine konventionelle Kopfmaschine. Die Bauteile, die Zerspannungsmechaniker herstellen, können schon gewaltige Dimensionen haben. Und das Werkstück muss nicht immer aus Metall, sondern kann auch aus Holz oder Kunststoff sein. Hier ist es aber Kupfer. Diese Maschine hier ist älter als ich, aber läuft genauso gut wie vor 40 Jahren. Vielleicht liegt es daran, dass Zerspannungsmechaniker auch nach Jahrzehnten noch jedes Ersatzteil herstellen können. Tim, Helmut hat die Karussellmaschine fertig gemacht. Lass uns mal darüber gehen. Die Vielfalt der Bauteile, die hier hergestellt werden, ist groß. Die Herstellung des Teils ist ziemlich langwierig und der Zerspannungstechniker darf sein Werkstück nicht aus den Augen lassen. Fehler lassen sich kaum ausbessern und dann heißt es, neu machen. Jetzt gehen wir mal rüber zum CNC-Drehen. Ja. Weißt du, was CNC heißt? Computer Numbering Control. Prima. Die Technik hat sich verändert. Computergesteuerte Maschinen sind Standard geworden. Im Alltag wird mit PC-Programmen gearbeitet, die eingerichtet und optimiert werden müssen. Heute werde ich euch die CNC-Maschine ein bisschen einweisen. Damit ihr jetzt lernt, wie das damit funktioniert. Der Beruf des Zerspannungsmechanikers kann sehr verschieden sein. Es ist schon ein Unterschied, ob du in einer Massenfertigung arbeitest oder häufig individuelle Bauteile herstellst. Sebastian und Tim lernen in einem Betrieb, der viel für den Eigenbedarf produziert. Das hat den Vorteil, dass sie wissen, wofür sie Bauteile herstellen. Und das Wofür wollen wir uns mit den beiden etwas genauer ansehen. Also zurück in die Werkshallen vom Anfang. Hier wird produziert. Und für solche Anlagen machen wir die Ersatzteile. Und die Industriemechaniker bauen die dann ein. Zerspannungsmechaniker sind qualifizierte Fachkräfte, die nicht nur Arbeitsaufträge abarbeiten, sondern Maschinen einrichten, ständig die Qualität der Arbeit prüfen und Störungen im Arbeitsprozess selbstständig beheben können. So, nun habt ihr den Beruf des Zerspannungsmechanikers euch einen Tag angucken können, könnt euch überlegen, ob es was für euch ist. Mir macht das Spaß, ich wünsche euch alles Gute, macht's gut. Tschüss. Ein ziemlich spannender Beruf.